Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Und ja, wir sind im Jahr 2020 angekommen. Nicht mit Arthur, aber ne? Das Ding ist, ich weiß noch nicht so genau, was uns jetzt mit YouTube demnächst erwarten wird, mit dem ganzen Umstellungsgedöns. Mein Channel ist ja nicht auf Kids ausgelegt in dem Sinne. Ich habe das zwar auch eingestellt, aber man wird sehen, ob sich das Ganze irgendwohin kristallisiert zu dem Punkt, wo ich dann sage, gut, ein Let's Play kann ich nicht mehr machen. Und wir dann die ganzen Geschichten oder Videos einfach so machen, dass wir das dann auf Twitch machen und dann halt dementsprechend in Playlists umwandeln. Und ich dann halt versuche, dass ich vielleicht ein, zwei Stündchen immer schaue, dass ich auf jeden Fall im Stream irgendwie da bin. Das ist halt immer schwierig, wenn man nebenbei halt normalerweise noch einen Vollzeitjob hat, ne? Das ist halt blöd. So. Die Zeit dann immer alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir werden da schon irgendwie eine Lösung finden. Also ich werde jetzt nicht komplett irgendwie abtauchen oder so. Momentan geht es mir gesundheitlich nicht so gut. Ziefel immer noch ein bisschen rum. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit vergangen, aber ja. Das ist halt, jetzt geht auch wieder die stressige Zeit los auf Arbeit etc. Aber wir werden das schon irgendwie schaukeln. Das wäre ein Witz, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So, mal abgesehen davon. What the fuck? What? Hey, you're more than... So. Kann ich hier nicht einfach mal eine Sekunde irgendwas machen? Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich auf diesen Speicher... Ja, ist gut, ich weiß es. Der haut einfach ab. Okay, er hat Thank you gesagt. Wir wollen jetzt mal nicht so sein, ne? ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt irgendwelche... Naja, seid die Limoy-Zipfel. Okay, alles gut. Nicht in meiner Hut, Jungs. Nicht in meiner Hut. Ah, schau mal, das ist ein Headshot. Oh. Ne? Du hast eigentlich, glaube ich, zwei Kugeln abgekriegt. Ah, ne, die habe ich von der Seite in die Fresse geschossen. Oha. Den habe ich zweimal. Einmal in die Brust, einmal in die Seite. Der hat es trotzdem überlebt gehabt beim ersten Mal. Entschuldigung, Pferd. Ich wollte dich nicht schubsen. Schubsi, schubsi, Pferdespecial. Hau ab, du Zipfelpferd. Ja. Einen Meter weiter zu laufen, du Zipfelpferd, ist jetzt nicht unbedingt effektiv. If you know what I mean. Und du? Was bist du denn für einer? Du siehst mir aus wie ein Nokota. Gar nicht mal so ein schlechtes Pferd, aber... Nee. Tschüss. Lauf! Lauf! Nach China! Da unten hat so ein Milchgedönspferd, was wieder neu ist. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, wir könnten mal ein bisschen Fisch essen. Wir wollen ja die Familie Zipfel besuchen. YOLO! Oh, schau mal, da ist das andere Pferd rum. Nein, halt. Oh. Okay, das gehört jemandem. No, never mind. Ich habe keine Ahnung, was du verzapfst, aber... Schwein! Sag mal, so dumm? Ich sehe mich schon... Ich weiß, dass ich in Rhodes keine Waffen benutzen darf, ihr dummen Affen. Das erzählt ihr mir jedes Mal. Oh, Dutch will nicht, dass du bla bla machst. Naja. Wo ist überhaupt der Eingang? Gibt's hier überhaupt einen Eingang? Hallo?
Ja, ich kann in Archie Hall keine Waffen benutzen, solange ich als Hilfs-Sheriff arbeite. Hat mich eigentlich irgendjemand gefragt, ob ich Hilfs-Sheriff sein will? Nein, oder? Nein, richtig. Ergo muss ich es auch nicht. Lasst mich in Ruhe mit eurem Müll. Hilfs-Sheriff Shira hat nämlich keinen Bock auf so einen Kack. So, lass mal schauen. Pferd kriegt eine Karotte. Ja. Oh, sorry, girl. Ja, es gibt noch irgendwo ein komisches Pferd, was man fahren kann, aber der Araber ist jetzt eigentlich nicht schlecht. Und dann gibt es noch einen roten Araber irgendwo in der Gegend, aber keine Ahnung. Den habe ich mir jetzt nicht geholt. Ich finde den hier ganz lustig mit seinen Streifen. Oh Mann. Ich hätte ihn auch Stripes nennen können. Das wäre zu obvious gewesen. I am the Hilf, Sheriff. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Ich darf rein, aber ich darf nicht mit ihm reden. Hallo! Jetzt habe ich mit dir geredet. Werde ich jetzt erschossen? Spack. Okay, never mind. Ich will gar nicht in das dumme Haus rein. Regt euch mal nicht auf, ihr blöden Affen. Wie kommst du denn jetzt rein? Hi. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Willst du jetzt damit sagen, dass der Sohn deines Chefs ein fauler Sack ist, weil der immer Zeit hat, ja? Willst du das damit sagen? Das würde ich mir überlegen, weil, weißt du, er ist so ein Dingenskirchen. Schnösel. Ergo sollte man das vielleicht um Schnösel nicht sagen, weil Schnösel sind ganz schnell eingeschnöselt, wenn man sie Schnösel nennt. Schnösel! Gentlemen. Yo. Morning. Good morning. Nice to see some friendly faces around here. Yes, I'm Arthur Morgan. Anyway, folks, please don't mind me. Take care now. So, lass mal schauen. Ah, ich habe katzischen Besuch bekommen. Was ist denn der Depp? Braithwaite. Nein. Wie heißt der? Gray. Ah. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Stimmt. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Mm-hmm. What are you doing here? Ich hab mich verlaufen. Looking for something. Da hat Gabe Zine. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? Safe. I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Fine. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. Oh. But it's impossible. Well, love tends to be Romeo und Zipfler. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son mm-hmm. of Tavish Gray, mm-hmm. nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. Yeah. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. This is... Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow. If tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? Nein. I don't want to get involved. Lass mich in Frieden. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. Mm-hmm. Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Das ist... Wieso muss immer ich so eine Scheiße machen eigentlich? Ist das irgendwie so eine Ding? Moment. So.
Excuse me. Ja, ich habe die Leute, die mir Facebook folgen, wissen warum. Das ja, ich habe ein Findelkind sozusagen adoptiert. Und ja, der will halt auch öfters mal hin und her und hin und her und hin und her. Ja, ich bring ja deinen Brief schon weg. Wo ist mein Pferd überhaupt? Oh, mein Pferd geklaut. Ihr Pisser. Was schaust du mich so an? Bist du auch ein Pferd? Ja, komm. Okay, wollen wir eine Runde ausreiten, Fury? Nein? Ja. Was? Ja, ich würde mich ja gerne nicht mit dir sehen lassen, aber mein Pferd ist halt einfach dezent dumm. Was soll ich denn machen? Ja, leck mich. Ich bin immer sehr gut, mich auf an Anweisungen zu halten, nicht. I do it my way. You know what I mean. Jetzt können wir diese Braithwaite. Hey, Pferd. Waschbär. Hase. So, Pferd. Weißt du, was uns jetzt wieder erwartet? Richtig. Wir haben wieder die Arschkarte. Und warum haben wir die Arschkarte? I'm not sure about this. Okay, die hockt gerne bei irgend so einem... Was hatte ich da eigentlich? Bei irgend so einem Dings, die sitzt, die gerne hat, er gesagt. Pavillon. Ich glaube nicht, dass ich direkt von vorne reinreiten sollte. Ich glaube, die sind ein bisschen sauer, wenn ich da reinkomme, oder? Interessiert es die überhaupt, ob ich komme oder nicht? Hallo, I'm awesome. Wo er gehen? Ich sag ach so, scheiße. Wenn ich jetzt sage, hallo, ich bin Hilfs-Sheriff, dann sagen die, yeah, you are the Hilfs-Sheriff of a Familie, die wir hassen. That's a really bad, scheiß situation. Und dann muss ich sagen, yo, bro. Werd einfach unauffällig mit dem Pferd hier vorbeireiten. So. Oh nein, ist das eine Wache? Schnibbeln, oder? Hi! Oh, oh. So viel zu dem Thema. Oh, shit. Shit, 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 shit. Wenn ich schwimme, sieht er mich? Ich bin unauffällig. So macht man Seepferdchen in der modernen Zeit. Wenn man den Brief jetzt noch lesen kann, bin ich beeindruckt. Arthur, was machst du? Dreht sich hier im Kreis wie so ein Depp. PC-Version hat auch so ihre Bugs. Richtig beeindruckend. Excuse me, sind Sie Penelope? Well, yes, I am. Okay. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out... They'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are...
There's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Beau again, will you give this to him? Sure. Ja, ich bin die neue Harry Potter-Eule. Mein Name ist Arthur. Gurl, gurl. Oh, fuck. Ja, schön. Hier ist jetzt alles rot, weil die alle auf mich geil sind. Meine Lebenserwartung ist gerade ins Unermessliche gestiegen. Niemand. Leute, dann doch ein Rasseln da. Pferd, beschwer dich nicht. What? Wuff. Who are you? Who's out there? Somebody's out there. What do you want? Hast du dich ins Klo eingesperrt? Ja, okay, du hast dich nicht ins Klo eingesperrt. Wer hat dich ins Klo eingesperrt? Will ich das wissen? Oha. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 17. Was ist mit deinen Haaren passiert, Mädel? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 3, 1, 2, 4, 7, 5, 9, 1, 1, 1, 1. Aha, okay. 1, 2, 3. Alles gut, ich hab nichts gesehen. What the fuck ist. Ja, tolles Bild hier auf der Map. Wirklich super. Die Familie ist dümmer oder kränker, als ich dachte. Just saying. Nutze einfach die Möglichkeiten der Map. Aber ich tue es nicht, weil... Reasons. OMG. Ja, da werde ich doch beim nächsten Mal diese Penelope mal fragen, was da abgeht. Was geht denn da ab? Von wegen, hey, die ist entstellt. Die sperren wir jetzt einfach mal in ein Klohäuschen ein. Vor allen Dingen, why in ein Klohäuschen? Und dann noch so eine Kette drumrum. What the... Also schon ein bisschen... Come here, please. What? Ach nicht, du schon wieder. Come on. Okay. Hey, okay, fine. I know this doesn't look good. But I swear I didn't do nothing wrong. All right. God, second time's yes. The charm. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming off this time. Mm-hmm. I'd be done without you, that's for sure. Hattest du nicht letztes Mal noch dunkle Haare? Maybe someday I'll make it up to you. In some way. Mm-hmm. If I'm ever looking to collect, I'll just hang around the sheriff's office. I'm sure you'll show up sooner or later. They'll be looking for you something fierce. They won't find me. Not this time. Die haben dich schon zweimal gefunden. Yeah. Oder deinen Freund. Oder den Freund deines Freundes. Wuff, wuff, wuff. Ja, good morning, der Herr. Halt, 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 halt. Oh nein, Schweinebraten ist weggelaufen. Schwein! Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Da ist das Schwein. Oh, ein Wildschwein. Bleib stehen.
Sorry. Ja. Kann nichts dafür. Du hast mein Pferd erschreckt, dann hast du Grunz, Grunz, Grunz gemacht. Oh. Klau mal schnell dein Fell. Da spielt man mal eine Weile nicht und man vergisst gleich wieder, wie ekelhaft das Häuten ist. Lecker. Guck mal, Pferd. Ich habe Wildschwein mitgebracht. Ich bin Obelix. So, ich reite jetzt noch Richtung Grey, von der Grey-Familie, von Grey Greyhausen. Und dann sehen wir uns da wieder. Und über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich natürlich auch wieder sehr freuen. Und auch wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, über ein Abo auf diesem Kanal. Oder wenn ihr mir natürlich auch auf Twitch folgt, Links unten in der Videobeschreibung. Die Links, versteht ihr? Ding dong. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wie immer. Ciao. Ciao.